Entschuldigung, ich habe vor ein paar Wochen einen DM-Haul gemacht und ich habe total den Kloß im Hals. Und jetzt habe danach nach zahlreichen Reviews gefragt von den ganzen Produkten. Und deswegen dachte ich, mache ich heute mal eine DM-Haul-Review. Ich habe nämlich einige Top-Produkte davon und leider auch ein paar Flops. Und ich fange aber, denke ich mal, gleich an mit dem Catrice-Puder, mit dem Mattifying Compact Powder. Das ist ja dieses wasserfeste Puder, darum ging es mir ja nicht, sondern ich wollte gerne ein Puder, das sehr leicht mattiert oder auch gut mattiert, nein, egal, aber dass man nicht so auf der Haut sieht. Und ich habe ja mein MAC-Puder, das auch eigentlich diesen Job ganz gut macht. Dennoch wollte ich mich mal nach einer günstigen Alternative in der Drogerie umschauen. Das ist ein transparentes Puder und ich muss ehrlich sagen, ich finde es richtig gut, also im Vergleich zu meinem MAC-Puder ist es nicht ganz so fein und man sieht es ein bisschen mehr auf der Haut. Also man sieht ganz leicht abgepudert aus, aber überhaupt nicht so totgepudert. Nein, es mattiert sehr gut, besser sogar als das MAC-Puder. Ich habe allerdings auch eher trockene Haut und daher, wenn ich vielleicht eher Mischhaut oder ölige Haut habe, dann könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Puder habt und wie ihr das dann findet. Aber für die knapp 5 Euro würde ich mir das auf jeden Fall immer wieder kaufen. Ich benutze das seitdem nur noch. Dann ein bisschen unspannend, der Ebeling Nagellackentferner. Finde ich toll. Er stinkt, aber er ist sehr, sehr günstig. Nur 45 Cent, glaube ich. Von daher auch ein tolles Produkt. Vor dem Kokosöl, das ich auch gezeigt habe, habe ich gerade noch gesondert eine Review gemacht. Von daher werde ich die euch nochmal verlinken. Kennt ihr das, wenn ihr einmal husten müsst und dann nicht mehr da rauskommt? Das nervt. Das nervt ein bisschen. Genau, die Körperbutter Macadamia, Karité-Butter für sehr trockene Haut in dieser kleinen Variante. Habe ich mir die mitgenommen. Mitgenommen, ich sage das auch schon, gekauft. Ich mag mitgenommen oder holen oder besorgt nicht. So sieht die aus. Habe ich auch schon seitdem ein paar Mal verwendet. Finde ich auch richtig, richtig toll. Der Duft ist sehr angenehm. Auf der Haut fühlt er sich sehr weich an, aber überhaupt nicht fettig, sondern eher pflegend. Hinterlässt einen ganz weichen Film auf der Haut. Und ja, die ist total ergiebig. Danke nochmal für die Empfehlung, weil mir die sehr viele von euch damals empfohlen hatten. Dankeschön dafür. In meinem Haul habe ich auch den SOS Anti-Pickel-Tupfer von Essence gezeigt. Und ich habe ja gesagt, dass ich eigentlich glaube, dass der etwas bringt. Und aber gerne mal ausprobieren möchte. Und in den Kommentaren war ich auch eher gespaltener Meinung. Also manche von euch meinten, doch, der bringt etwas. Manche meinten, nein, wurde eher noch schlimmer oder haben mir ein anderes Produkt empfohlen. Und deswegen war ich schon ja, sehr gespannt darauf. Von der Optik her erinnert es mich total an den Nagellack. Also ich habe das dann einfach auf den Finger gegeben. Jetzt nicht direkt ins Gesicht, weil sonst kommen ja die ganzen Bakterien da rein. Und dann habe ich das ganz leicht auf die Stellen aufgetupft, an denen ich halt einen Pickel hatte. Auf der Haut sieht das dann aus, als hätte man Farbe ins Gesicht bekommen, also so weiße Malerfarbe. So sieht das dann aus, das trocknet dann nämlich so an. Deswegen würde ich das eher über Nacht machen. Und ich muss wirklich sagen, ich bin eigentlich positiv überrascht davon. Also ich sehe tatsächlich einen Effekt. Also die Pickel sind jetzt nicht über Nacht weggegangen oder so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Problem, dass Pickel bei mir immer sehr, sehr lange da sind. Und ich habe einfach dadurch gemerkt, dass das viel, viel schneller geht. Also es trocknet der Pickel wirklich aus durch diese Zink. Zink ist das. Genau. Ihr könntet auch eine Zinksalbe kaufen. Das geht natürlich auch. Und dadurch geht das einfach viel schneller. Und der Pickel wird auch nicht so krass rot. Also zumindest das Gefühl, bin ich echt zum Bereiter. Also top. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass ich mir einfach eine Mascara gekauft habe von Maybelline, die falsche Wimpernmascara, Flügelschwung und jetzt eben so ein leicht geschwungenes Bürstchen und bei der bin ich aber eher gespaltener Meinung. Also ich mag das Bürstchen an sich sehr gerne, es ist keine Gummibürste, die tun mir mal ein bisschen weh in den Augen, von daher ist das ganz gut mit der zu tuschen. Allerdings weiß ich nicht, woran es liegt, wahrscheinlich an der Form der Bürste. Ich tätsche immer außen an mein Auge. Also hier ganz nah außen am Wimpernkranz und das nervt.
Das hatte ich bisher noch nie in dem Ausmaße. Und ich muss auch sagen, für die 10 Euro würde ich sie mir wahrscheinlich nicht nochmal kaufen. Denn ich finde auch, dass sie es nicht so viel für meine Wimpern macht. Sie neigt sehr dazu, die Wimpern zu verkleben, zu so Spinnenbeinchen. Und das gefällt mir auch nicht so gut. Von daher nie eher kein Nachkaufprodukt. Schade. Aber auf jeden Fall nachkaufen würde ich mir von Manhattan den Amazing Liner. Oh Leute, ich bin so begeistert von den beiden. Ich habe den in Schwarz und den hier in Braun. Den trage ich heute auch. Ich hoffe, man sieht das in der Kamera. Jetzt habe ich mich angemalt. Mist. Ich habe eben diesen Applikator. Ich habe euch Swatches in dem Haul-Video gemacht, das ich euch dann gerne nochmal verlinke. Und es ist einfach ein wunderschönes Braun. So ein richtiges Schokobraun. Und ja, bin total begeistert von dem. Also der lässt sich super auftragen. Genau wie der Schwarze auch davon. Ich komme damit super zurecht. Das geht schnell bei mir. Ich bekomme den Schwung außen auch gut hin. Ebenfalls super begeistert bin ich von dem Deo, das ich mir gekauft habe. Von Garnier Mineral. Das, ach, schon wieder die vielen Wörter. Das hier, das Pinke. Der Duft ist sehr gut, sehr frisch. Und auch die Wirkung ist wirklich richtig, richtig gut. Also, schützt sehr gut und ich kann da nichts Schlechtes drüber sagen. Also, würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Hier sind natürlich Aluminiumwalzen enthalten. Ich weiß, da gibt es diese gespaltenen Meinungen zu. Finde ich auch wichtig, dass man darüber ein bisschen diskutiert, ob jetzt Aluminium Brustkrebs verursacht oder nicht. Ich persönlich benutze das trotzdem weiterhin. Ich schmier mir das ja nicht 10-mal am Tag unter die Arme. Und so richtig bewiesen ist das ja auch noch nicht. Im Essen ist auch so viel Aluminium enthalten. Von daher, ja, man isst eigentlich mehr Aluminium, als dass man sich das unter die Arme schmiert. Ich weiß nicht, muss jeder wirklich selber sich die Gedanken drüber machen. Bleiben wir noch eben bei den Top-Produkten. Bei den Flops werde ich immer so ein bisschen traurig. Ich habe mir ja diese Duftkerze gekauft von Brise oder Plate oder beides. Genau, mit Granatapfel oben und unten der weißen Blüte. Das Mysterium um die weiße Blüte konnte ich leider noch nicht lüften. Aber ich bin auch richtig begeistert von der Duftkerze. Die riecht super angenehm, frisch und fruchtig. Das habe ich ja damals schon gesagt. Und ich habe das auch schon sehr abbrennen lassen. Ich würde mir auf jeden Fall nachkaufen. Der Duft ist toll und er entwickelt sich auch wirklich im Raum. Also man nimmt ihn wahr, aber überhaupt nicht unangenehm oder dass es zu viel wäre. Jetzt müssen wir leider mal zu einem, ja, weiß ich nicht, auch Flop-Produkt kommen. Das von Catrice, dieses Make-to-Stay-Produkt, das bis zu 8 Stunden halten soll. Habe ich euch ja schon mal vorgelesen, was es verspricht. Der 3-in-1 Lip Polish vereint die Farbe eines Lippenstifts, die Haltbarkeit eines Stains und den Glanz eines Lipglosses. Es ist eine wunderschöne Farbe, so ein richtiges Erdbeerrot. Gefällt mir auch richtig gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin davon nicht so angetan. Also, der kostet auch 5 Euro und ich habe ihn wirklich sehr oft getragen, um euch sagen zu können, ob der wirklich lange hält. Also dieser Lipgloss-Effekt, der hält ungefähr so eine 3/4 Stunde. Dann sieht er aus wie ein Lippenstift. Sieht auch sehr schön aus, aber länger als 2-3 Stunden hält es bei mir nicht. Dann ist wirklich das ganze Produkt abgetragen. Und nee, das ist ja nicht mal annähernd 8 Stunden. Finde ich wirklich total schade. Aber bei mir ist es jetzt nicht besser als ein normaler Lippenstift oder Lipgloss. Und dann bleiben wir noch eben bei Catrice. Ich habe mir noch den Nagellack gekauft. Der ist auch wunderschön. Ich kann euch auch ein Foto einblenden. Den habe ich ja schon getragen. Dieses Ablackieren, Leute, das ist jedes Mal Horror. Wirklich Horror. Ich weiß, da gibt es einige Tricks. Man soll die Wattepads erst einwirken lassen oder vielleicht nur mit Alufolie rumgehen. Aber es ist jedes Mal so aufwendig und ich möchte einfach nur, dass man solche Glitzerlacken ganz leicht ablackieren kann. Ich überlege mir dann halt über 2-3 Mal, ob ich die wirklich auftragen soll. Aber die Farbe ist wirklich wunderschön und ich hätte auch noch gerne andere davon. Vielleicht erstmal fertig raschen und dann weiterreden. Ich hatte ja von Nature Addict diese 3 Produkte gekauft und da waren manche ein bisschen verwirrt und wussten nicht genau, was das ist. Also das sind so kleine Fruchtgelee-Stückchen. Die bestehen hauptsächlich aus Apfel und dann eben noch aus der jeweiligen Sorte.
So sehen die aus, wirklich nur so kleine Fruchtstreifen. Sind richtig lecker, werde ich auch gleich noch weiter essen. Und ich finde die einfach total lecker und für zwischendurch kaufe ich mir die halt ab und zu, weil ich das ganz gerne mag. Ist natürlich relativ teuer im Verhältnis gesehen, aber ab und zu ist das okay. Erstmal habe ich sofort aufgegessen nach dem Video. Und dann habe ich mir noch diese Sorte hier gekauft. Orange mit Schokolade. Da habe ich ein Produkt gefunden, was im Prinzip genau dasselbe ist, aber ja, viel, viel günstiger. Und zwar sind das einfach nur so kleine Schokostückchen mit Orange drin. Und ihr kennt vielleicht, ich weiß jetzt nicht die Marke, aber im Supermarkt diese Softcakes heißen die, glaube ich. Das sind so Schokokekse. Und die sind relativ weich und innen drin halt mit Orange. Und genauso schmecken die. Also, wenn ihr euch die kauft, habt ihr dasselbe Produkt. Natürlich viel, viel mehr Inhalt und auch im Verhältnis dann günstiger. Genau, ich hoffe, ihr seid zufrieden mit dieser Review. Ihr hättet ja nach einigen Produkten nachgefragt, wie ich die denn so finde. Von daher habt ihr vielleicht ein paar Kaufempfehlungen oder auch ein paar, ja, Warnungen, was vielleicht nicht so gut sein könnte. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss! It's raining man.